Schon Anfang des neuen Jahres gibt es in Dresden den ersten Kunstskandal. Die Skulptur Petra, die eine mit runtergelassener Hose pinkelnde Polizistin darstellt, polarisiert aufs Äußerste. Sachsens Innenminister Markus Ulbich nennt das Werk eine Schande und Beleidigung der Polizistinnen. Aber beleidigend habe der Künstler Marcel Waldorf nicht sein wollen. Anregend schon. Vom Prinzip her geht es mir schon um die Ironie. Und wenn die Leute meine Sachen sehen und drüber schmunzeln und sich amüsieren, da bedarf es keine Herkunft, keinem Intellekt oder irgendeiner sozialen Schicht. Was ist denn da? Ey.